Mein Name ist Heidi Nolting. Ich arbeite seit 11 Jahren bei der Spitex Stadt Luzern, anfänglich als Pflegehilfe. Vor 4 Jahren hat mir die Spitex Stadt Luzern die Möglichkeit gegeben, mich auszubilden als Fachangestellte Gesundheit. Ich würde Ihnen gerne einen Einblick in meinen Tagesablauf geben. Vor dem Einsatz bei den Klienten wird das letzte Briefing vor der Planungswand gemacht mit der Teamleiterin. Ich lese mich in die Pflegedokumentation ein, bevor ich in die Einsätze gehe. Das am Vortag bestellte Pflegematerial wird von unserer gut organisierten Logistik geliefert. Ich mache das bereit zum Mitnehmen. Bevor ich mich auf den Weg mache zu den verschiedenen Klienten, packe ich meinen Pflegerucksack mit den entsprechenden Pflegematerialien ein. Vor der Abfahrt bediene ich das Leistungserfassungsgerät. Unterwegs ist Spitex Stadt Luzern mit dem Elektrovelo, Roller und Autos. Hallo, wie geht's? Gut. Jawohl, ich tue das Medikament richten für die ganze Woche. Nachdem ich 6 Einsätze an diesem Morgen geleistet habe, komme ich zurück in die Filiale und schreibe die verschiedenen Verlaufsberichte am Computer ein. Besonders gut gefällt mir bei der Spitex Stadt Luzern selbstständige Arbeiten. Ich arbeite mit einem Team, mit einer Teamleitung. Man ist viel unterwegs und die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Kommt auch Sie zu der Spitex Stadt Luzern.